Tja, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Offene Sendung, offene Show. 0130 2911, so könnt ihr mich erreichen per Telefon und per Fax unter 0130 1151 22. Erster Mensch heute Nacht am Telefon, Thomas, 47 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Thomas. Ja, ich bin etwas nervös. Macht nichts. Domian, ich bin 47, wie du weißt, und ja. Ich bin schwul, hab einen Freund, der ist 19 Jahre alt und hab da ziemliche Probleme. Ich sag mal... Aufgrund des Altersunterschiedes? Auch, ja. Mhm. Ich sag mal, ich hab ihn kennengelernt, ist Quatsch. Ich kenne ihn sehr lange schon, weil er im Hause bei uns wohnte. Und er hatte ziemliche Schwierigkeiten hier mit seinen Eltern. Sein Vater hat ihn ziemlich geschlagen, er ist ins Heim gekommen. Und ich war immer so die Bezugsperson für ihn. Und jetzt ist es eigentlich so gekommen, dass er, ja, wir haben uns sehr oft getroffen, sehr oft gesehen. Und er war auch sehr oft bei mir zu Hause. Ich war 15 Jahre befreundet. Meine Freundschaft ist jetzt mittlerweile zu Ende. Und jetzt ist es so, dass er eigentlich, ja, dass wir eigentlich einen sehr engen Kontakt zusammen haben. Aber es gibt irgendwo und irgendwie Probleme. Ja. Was sind das für Probleme? Die Probleme sind einfach so, dass wir zusammen geschlafen haben und er auch Freundinnen hat, die er bisher eigentlich immer nur sehr kurz hatte. Also er ist gar nicht klar schwul. Nein, ich denke mal, nein. Also du hast den Eindruck, dass du ihn irgendwie da rüberziehst, obwohl er das gar nicht will, oder was? Ich weiß es nicht, ob es so ist. Ich sag mal so, es ist eigentlich so gewesen, dass er bei mir sehr oft zu Hause kam und ich eigentlich immer versucht habe, wenn er mal bei mir war, ja, ihn hier im Wohnzimmer auf dem Sofa hab schlafen lassen und er eigentlich morgens immer bei mir im Bett war mittlerweile. Und ich ihn dann immer erklärt habe, ja, warum war das so? Ja, mein Gott, ich... Ist er denn von sich aus dann zu dir gekommen oder hast du ihn rüber gelotst? Nein, er ist von sich aus eben zu mir gekommen. Ich habe ihm hier im Wohnzimmer mein Bett, das Bett fertig gemacht und er war dann immer morgens bei mir. Wir versuchen das Problem jetzt mal zu umschreiben. Ja. So wie ich es erahne, was du jetzt erzählt hast. Ja. Dass es da einen sehr jungen Mann gibt, der 19 Jahre alt ist. Dessen sexuelle Identität aber irgendwie nicht ganz klar ist. Richtig. Und du dir deine Sache auch nicht sicher bist, ob er dich überhaupt wirklich liebt oder ob das jetzt so eine Dankbarkeitsgeschichte ist. Oder ja, so ungefähr, oder ob ja. du so eine Papa-Rolle vielleicht für ihn auch hast. Ja, ganz richtig, ja. Hat er denn im Moment, hat er kein Mädel? Er hat jetzt wieder eine neue Freundin. Und ich sag mal, er hatte vorher eine Freundin. Und wenn er Freundinnen hat, sag ich mal, das ist nur eine kurze Zeit. Und dann sagt er zu den Freundinnen meistens, okay, ich möchte gern mit dir zusammen sein, aber sexuell nicht so viel. Also das möchte ich nicht so gerne. Nun kann man mit 19 Jahren schon eine ganze Menge ja auch doch auch über sich sagen. Was sagt er denn selbst über sich? Ja, das ist eben das Problem. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen eben ist es dazu gekommen, dass wir auch zusammen geschlafen haben. Denn es kam immer dazu, dass er sehr gerne mochte, dass ich ihm ein bisschen massiere. Und diesbezüglich ist es dazu gekommen. Und dann hat er immer gesagt, morgens früh beim Frühstück, ja, war denn irgendwas? War denn irgendwas? Ich sag, ja, hör mal, so und so und so ist das abgelaufen. Ja, war das nun Sex mit uns beiden oder nicht? Ich sag, ja, klar war das Sex. Ich denk mal, ja, ne? Hat er es irgendwie bewertet? Bitte? Hat er es bewertet? Ja, er hat es immer so weggetan, als wenn gar nichts gewesen wäre. So, und jetzt ist es eigentlich so gekommen, dass wir jetzt vergangene Woche zusammen waren. Dann ist er sehr lange bei mir, also fast 3 Tage, so ungefähr, dass er bei mir bleibt. Und was er normal nie bei Freunden oder sonst was macht und bei mir bleiben möchte. Und er sagt, das wäre so schön bei mir und wir schmusen zusammen. Das also, möchte ich auch gerne. Aber also, lange Rede, kurzer Sinn. Klingt mir nicht so ganz gut. Lass mal ein bisschen die Finger von dem Jungen weg. Ich versuche es ja. Ich sag mal. Ja, nee, du, nein, was heißt versuchen? Du kannst, du bist ja nun, weiß Gott, der Ältere und viel Erfahrenere. Genau. Du kannst dich ja wohl beherrschen.
Und es muss nicht dazu kommen, dass ihr zusammen schlaft. Lasst den Jungen erstmal sich selbst finden und mit sich ins Reine kommen. Und wenn, das habe ich ja aber auch versucht. Und wenn, dann muss diese Initiative von ihm ausgehen. Mhm. Es ist schon schwierig, ich meine, es ist wirklich ein großes Altersgefälle zwischen euch. Eben. Und wenn er gerade jetzt halt, er ist ja in einer ganz anderen Entwicklungs- und Lebensphase, als du es bist. Ja. Und ich glaube, dass du da sehr rücksichtsvoll und sehr vorsichtig und sehr behutsam vorgehen musst. Ich habe einen langen Brief ihm geschrieben. Mhm. Ich habe gesagt, dass ich das nicht möchte. Er möchte eigentlich mit jüngeren Leuten zusammen sein. Er möchte sich auch, was weiß ich, entweder einen jungen Freund suchen oder eben ein junges Mädchen suchen. Mhm. Und genau das habe ich ihm geschrieben gehabt. Und da sagt er, das möchte er nicht. Er möchte die Freundschaft mit uns behalten. Okay. Und ich dann weiß nicht, wie ich dran bin. Dann lass die Freundin, wenn er das so sagt, dann hege und pflege diese Freundschaft. Aber gar keine Richtung und überhaupt gar nicht irgendeinen Druck, was das Sexuelle angeht, auf ihn aus. Das versuche ich ja die ganze Zeit Und dann zieh das weiter durch und lass es einfach sich langsam entwickeln. Ich möchte es eigentlich gar nicht, dass es dazu kommt. Mhm. Denn ich möchte nicht mit einem 19-Jährigen in Wirklichkeit gar nicht zusammen sein. Gut, dann liegt es ja wirklich, wenn du es überhaupt nicht möchtest. Ich versuche doch, aber ich kenne ihn jahrelang und ich möchte ihn auch nicht irgendwie abstoßen. Und ich habe es versucht in einem langen Brief. Gut, das kann man dann aber wirklich auf eine gute Freundschaftsebene heben. Wenn du dir selbst über dich so im Klaren bist, dann heb es auf die Freundschaftsebene und zieh irgendwo mal einen ganz klaren Strich. Und du kannst mir nicht erzählen, dass du das nicht fertig bringst. Das schaffst du. Ja, ich denke mal. Thomas, alles Gute, viel Glück. Ja, ich danke Ciao. Dir. Ciao. Jetzt ist der Kai dran und der Kai ist 21. Ja, hallo. Kai. Ja, wir sind hier in der Wohnung und versuchen die gerade zu streichen. Ich höre es schon, es klingt so hallig. Ja, das ist alles hier sehr leer geräumt. Wer sind denn wir? Hier sind noch die Tina und der Lukas. Tina und Lukas. Ja. Und ihr hört jetzt unsere Sendung. Genau. Ja. Und wir wollten alle noch auffordern, die dich jetzt hören, dass sie auch morgen bloß Gildoran wählen. Ja. Weil der muss ja morgen gewinnen. Du sprichst mir aus dem Herzen. Ja. Wir wollen morgen alle Gildo Horn wählen. Genau. Das heißt also, ihr seid auch Gildo Horn-Fans? Ja, klar. Ja, klar. Und deswegen haben wir uns gedacht, so, wenn wir jetzt hier noch die ganze Nacht verbringen werden. Das ist gut, wir wollen auch die Menschen manipulieren. Wir wollen die Menschen aufrufen. Ne? Und die Chance nutzen, hier auch in dieser Sendung noch ein bisschen Werbung für Gildo Horn zu machen. Genau. Bist du denn generell Schlagerfreund? Ja, eigentlich nicht so. Eigentlich eher so. Und nur so partymäßig. Partymäßig. Das heißt, du findest, dass Gildo Horn eher den Schlager verarscht oder nimmst du das auch ernst, was er macht? Das ist, glaube ich, eher Verarschung. Eher Verarschung. Jo. Obwohl er das natürlich auch sehr gerne mag, ne? Und er mag den deutschen Schlager auch sehr gerne. Ja, aber man kann ihn doch trotzdem auf eine freundliche Art verarschen, oder? Nun gab es ja eine große Empörungswelle, ne? Also teilweise in Deutschland. Die Bild-Zeitung hat geschrieben, 62% der Bild-Zeitungsleser sagen, dieser Mann darf uns, sprich den deutschen Schlager, nicht vertreten. Was hältst du davon? Ja, meinst du, die Bild-Zeitungsleser wären dazu relevant? Ja, ich frage dich ja nur so nach deiner Meinung. Nein, also ich denke das nicht irgendwie. Ja. Und ich glaube, die meisten Leute werden ihn einfach morgen wählen. Ich bin ja mal ganz gespannt, was er singen wird. Das ist ja noch streng geheim. Stand das nicht heute in der Bild-Zeitung? Das habe ich nicht in der Bild-Zeitung gelesen. Außerdem, man muss es ja auch mal hören. Ich habe gerade von hinten gehört, Gildo hat euch lieb. Ja gut, man muss es ja erstmal hören, ne, wie es klingt. Ja, werden wir ja morgen dann mal sehen. Ihr drei, Tina, Lukas und Kai, sitzen morgen vor dem Fernseher. Ja, wenn wir nicht noch immer noch streichen, dann ja. Und ihr werdet schön wählen. Es läuft ja über TED, ne? Über Telefon. Und je mehr man, so kann man das ja sagen, je mehr man da anruft, desto mehr Stimmen hat Gildo Horn, ne? Ach ja. Ja. Was? Ich will gerade noch was. Was denn? Ich muss noch Leute einladen zum Streichen, wenn sie noch Lust haben. Ja, es mögen bitte Leute jetzt aus München, aus Hamburg und aus Dresden zu euch kommen. Genau. Ne, heute Nacht noch, damit das auch alles gut über die Bühne geht. Kein Problem. Also, wir drücken alle gemeinsam Gildo Horn morgen die Daumen. Und wir drücken nicht nur die Daumen, sondern wir wählen uns auch die Fingerwund. Genau. Damit Gildo Horn beim großen Schlagerfestival, europäischen Schlagerfestival, uns Deutschland dort vertreten kann. Als würdiger Vertreter. Damit wir uns nicht immer blamieren, so wie in den letzten Jahren. Ne? Genau. Seit Nicole haben wir ja nichts mehr zu bieten gehabt. Magst du Nicole? Nö. Nicole ist doch auch nicht schlecht. Nee, das ist gar nicht so meine Richtung. Lieber Kai, viel Spaß beim Renovieren noch. Ja, dir auch noch. Und viel Spaß bei deiner Sendung. Okay, alles klar. Ciao. Ich würde ja vielleicht auch ganz gerne noch mit jemandem reden, der es oder die es unglaublich findet, dass Gildo Horn morgen da auftritt und uns irgendwann dann vertreten will, als Deutschland. Das wäre interessant. Matthias, 24. Ja, hallo Domian. Hallo. Ja, ich bin es.
Ich bin völlig baff. Bill Duhon nicht wählen. Ach, also das ist ja Zauberei. Ich wusste ja, es wirklich nicht. Ich rufe jetzt alle auf. Will Bill Duhon nicht? Matthias. Matthias, wie kannst du denn sowas sagen? Ja, schämst du dich denn gar nicht? Ich schäme mich überhaupt nicht. Er soll sich schämen. Was findest du denn so schlimm daran, dass er morgen da auftritt? Ganz einfach, der kann in Deutschland nicht vertreten. Also er ist wirklich so wie ein Paradiesvogel. Ja, Paradiesvögel sind doch wunderbar. Ja, aber... Was hast du gegen Paradiesvögel? Ich finde, also er macht einfach die Musik, was er überhaupt bringt. Finde ich eigentlich, da muss er schon längst weg vom Fenster sein. Findest du? Aber er oder ihm haben wir es doch hauptsächlich zu verdanken, dass der deutsche Schlager wieder so einen Boom erlebt in den letzten Jahren. Nee, das glaube ich gar nicht so. Also ich glaube, wenn er daran teilnimmt, dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr beim Grand Prix teilnehmen. Warst du mal auf einem Gil Duhon-Konzert? Nein, war ich nicht. Ich merke das schon, sonst würdest du niemals so reden. Wenn du da die Massen erleben würdest, wie die ihm zu Füßen liegen und wie die dem deutschen Schlager huldigen. Ja, mir, das kann alles sein. Also ich habe ihn schon singen gehört, schon in Interviews. Ich finde den Mann einfach lächerlich. Und ich verstehe auch nicht, dass man so Erfolg haben kann. Aber Matthias, also nichts für ungut, also jetzt gegenüber den Kollegen, die da auftreten, aber bei dieser Vorentscheidung morgen, da treten doch nur Leute auf, die kennt kein Mensch. Und ja, die werden ist ja das Schlimme. Und die Wo ist Nicole? Wo ist Nicole? Ja, Nicole, komm zurück, rette den deutschen Schlager. Nicole hat ja schon einmal abgesagt. Ja, sie soll wiederkommen. Aber schlimm ist ja wirklich, dass bei dieser Vorentscheidung wirklich nur No-Names auftreten, ja, die man hinterher vielleicht überhaupt nicht mehr kennt und die auch nichts können. Es soll ja normalerweise ein Nachwuchswettbewerb sein. Ja, wobei wir hatten ja auch schon große Namen, ne? Udo Jürgens war dabei, Vicky Leandros, Joy Fleming. Joy Fleming ist ja auch schon aufgetreten für Deutschland. Ja, aber man hat, also ich würde wirklich dazu dringen, dass ich sage, Nicole muss zurückkommen oder vielleicht sogar Michelle, aber nicht Gil Duhon. Das ist ja lächerlich. Also Matthias, du würdest dich in deiner Ehre als Deutscher verletzt fühlen, wenn er Deutschland vertreten sollte. Und also ich habe mir geschworen, wenn der den Grand Prix gewinnt, trete ich nächstes Jahr auch auf. Dann trittst du auch auf. Dann trete ich auf. Ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ja, sollte ich vielleicht machen. Ja, vielleicht. Weißt du denn, kennst du irgendeinen von denen, die da morgen auftreten? Also die Gruppe Rosenstolz. Ja. Die kenne ich wohl. Also von gute Zeiten, schlechte Zeiten. Mhm. Die das ja, aber sonst eigentlich auch gar keinen. Mhm. Aber ich sag mal jetzt generell, nee. Also aber ich muss ehrlich sagen, also es muss das geschehen. Und ich verstehe auch nicht die ARD, ganz ehrlich, dass die den dazu einfach einlädt. Jetzt sag mir doch nochmal, du kannst es gar nicht so richtig begründen, ne, warum du den nicht so magst. Ist er dir zu dick? Hat Nein, er dir zu lange Haare? Also ich finde, was er da macht, das ist ja, also wie schon mein Vorgänger gesagt hat, verarschen irgendwo auf eine Art. Teils, aber teils auch nicht. Ja, das kann man sehen, wie man will, ne? Aber ich muss alles so ehrlich sagen, also ich will den nicht. Okay, wer ist dein Favorit generell im Schlager, im Schlagerhimmel, so im Schlagerbereich? Ja, morgen? Nee, generell ja. Nicole. Michelle. Also das sind die beiden, die ich sagen würde, die könnten den Witz. Es reduziert sich doch auf Nicole und Michelle. Danke für deine Meinung, Matthias. Ja. Du wirst morgen irgendwen wählen oder aber ich wirst jedes Jahr natürlich nicht Gil Duhon annehmen. Nein, auf gar keinen Fall. Danke für deine Meinung. Ciao. Ja, ich wollte noch. Nun ist er weg. Ernst, 50 Jahre alt. Ja, ich höre. Ja. Jürgen Vollnes, ich hatte ein LKW und habe den bei meinem Schwager hingestellt. Ja. Ja, und er hat damit Schwarzfahrten gemacht, hat sehr noch verkehrte Nummernschilder rangeschraubt. Ich habe eine Strafe von 5.500 Mark aufgebrummt gekriegt. So, nun habe ich einen Großteil abgezahlt. Ich habe ja 1.100 und ein paar kaputte auf. Mhm. Ja. So, und ich habe bei Arbeitgeber gearbeitet, die meinen Lohn nicht gezahlt haben. Zuletzt war bei KVB Belzig. Ja. So, da krieg ich auch noch 5.000 Mark. Mhm. So, jetzt habe ich aber einen Antritt im Strafbefehl gekriegt. Also, so. Langsam. Der Schwager hat dich reingeritten. Ja. Ne, so kann man sagen. Und da gibt es noch Arbeitgeber, die dir deinen Lohn nicht zahlen. Ja. Und du stehst jetzt da und sollst dafür belangt werden. Nein, weil mein Schwager mit verkehrter Nummernschilder gefahren ist. Ja, genau, das habe ich jetzt so verstanden. So. Ne? Und ich hab damals das verpennt, Widerspruch einzulegen. Mhm. Ja. So, nun ist es aber so, ich sollte schon vor gut 3 Wochen antreten. Mhm. So. Bin aber nicht angetreten, weil ich ja immer noch die Hoffnung habe, antreten dass ich jetzt, zum Arbeitslosengeld kriege und ich die Strafe bezahlen kann. Antreten zum Strafvollzug, oder ja. was? Ja. Ja. Mhm. So, nun will ich aber das so hindeichen, weißt du, dass ich
das Geld vom Arbeitsamt kriege und das nehme und dann die Strafe gleich bezahle, die ich nicht antreten brauche. Das wäre ziemlich schlau. Ja, aber jetzt ist eins, war. Meine Lebensgefährtin, wenn die da ankommen und mich holen wollen, war, dann habe ich zu ihr gesagt, war, soll sagen, sie weiß nicht, wo ich bin. Mhm. Ja. So, ist gut, ist eine Hinauszögerung, war. Mhm. Wie lange sollst du denn in dem Bau? 38 Tage. Meine, das war, wie war dein Name? Nee, keine Namen, ist egal, komm. Mit dir vor kurzem gesprochen, der Petra. Ja. Vielleicht kannst du daran erinnern. So, und wenn die jetzt kommen und wollen mich holen, und sie sagt, sie weiß nicht, wo ich bin ja auch einen ganzen Tag über weg. Ach, jetzt weiß ich Bescheid, ja. Ja, 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 ja? Ich weiß Bescheid. So, mhm. Und wenn sie jetzt sagt, sie weiß nicht, wo ich bin, war, um vielleicht noch, wir haben heute den 27. war. Mhm. So. Aber ja, da reißt du natürlich deine Frau, deine Freundin mit rein, ne? Ja, nur halt eben, wenn hinterher die Strafe bezahlt wird, dann, wenn sie jetzt sagt, sie weiß nicht, wo ich bin, ist ja richtig, bin ja nicht zu Hause. Und ich sage ihr auch nicht, wo ich hingehe. Ja. Ja, okay, dann ist es ja okay. Wenn du nicht sagst, wo du hingehst, dann ist es okay. Lieber Ernst, ist eine diffuse Geschichte. Ich glaube, so richtig blicken wir das jetzt auch gar nicht, wo du da drin hängst. Ich kann dir nur sagen, mach kein krummes Ding, damit du nicht noch mehr in den Sumpf reingerätst. Nee, um Gottes Willen, ne? Jürgen, hör zu. Für mich ist eins, war, wenn mein Geld vom Arbeitsamt kommt, dann nehme ich das und trage das sofort hin und bezahle meine Scheiße. Kannst du dir denn keinen Anwalt nehmen? Es gibt auch Anwälte, die auch für Leute da sind, die nicht so viel Kohle haben, dass du da einen ordentlichen Rechtsbeistand hast. Das wäre das. Da hatte ich mir schon erkundigt und da hat man mir gesagt, ist zu lange her. Aha. Ja, dann bin ich jetzt auch wirklich überfragt. Denn das Urteil ist von 93 und seit 93 habe ich regelmäßig meine Kohle abgedrückt. Mhm. So. Nur halt eben, weil mir jetzt Arbeitgeber betrogen haben um meinen Lohn. Also Ernst, pass auf. Situation gekommen. Konkret, konkret kann ich dir natürlich dazu nichts sagen, ne? Ja, nur noch mal. Darum, weißt du, Jürgen, wenn meine Lebensgefährten, wenn ich früh morgens verschwinden tue, dann, ich sage ihr nicht, wo ich bin. Das ist ja okay, aber verleite die Frauen nicht zum Lügen. Nein. Das ist natürlich okay. Aber ich sag dir auch noch mal, versuch da wirklich legal rauszukommen und setz alles dran, dass du da sauber dastehst. Noch ja, selbstverständlich. Jürgen, so wie ich mein Geld kriege, du bezahle ich. Alles klar, ich hoffe, dass es kriegst. Ernst, mach's gut. Jo. Ciao. Mach's gut, tschüss. War ja eine verworrene Geschichte. Aber der Arme, dem Armen steht das Wasser bis zum Hals. Rebecca ist dran, 29. Ja, hallo, Domian? Guten Morgen, Rebecca. Hi. Ja, hallo. Ich weiß gar nicht, wie ich richtig anfangen soll. Ich bin total durcheinander. Sag mal dein Thema. Ja, ich denke... Oh, das gibt aber gar nichts. Bitte? Rebecca, wir können so nicht telefonieren. Ich vermute, du hast ein Funktelefon oder sowas, ne? Ja, ja. Mach noch einen Versuch und sonst müssen wir dich nochmal neu anwählen. Ja. Also sag mal das Thema. Ja, also ich denke, dass ich lesbisch bin. Ja. Ja. Da würde ich jetzt sagen, na und? Aber erzähl mal, das hat da wahrscheinlich Probleme, bringt das mit sich für dich. Ja, also ich bin seit 10 Jahren verheiratet, habe auch eine kleine Tochter und ja, also ich bin meine beste Freundin verliebt, seit ungefähr einem Jahr. Ja, ich weiß gar nicht, ich bin total, Herz pocht bis zum Kopf. Die beste Freundin, wie lange kennst du denn die beste Freundin schon? Wie lange seid ihr befreundet? Ach, die kenne ich schon ewig. Ewig, zehn aber... 10 Jahre bestimmt. 10 Jahre schon. Ja. Und seit einem Jahr aber ist da mehr an Gefühl. Ja, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist, aber es kam von heute auf morgen, also... Kannst du nicht rekonstruieren, was da passiert ist. Was ist denn, wie macht sich diese Liebe denn jetzt deutlich? Ist das ein ganz geheimes Gefühl bei dir oder habt ihr schon fast eine Beziehung miteinander auch? Nee, wir haben gar nichts miteinander, also, ist alles noch geheim. Weiß sie denn von deinen Gefühlen? Ja, ich glaube es. Mhm. Weil wir sonst haben uns immer regelmäßig gesehen. Sie kommt überhaupt nicht mehr. Mhm. Und hast du denn mal eine Andeutung gemacht? Hast du ihr irgendwas gesagt? Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich nicht getraut. Aber warum meinst du denn, dass sie das dann weiß? Ich schätze es einfach mal. Ich weiß es nicht genau. Also Ist sie ist heterosexuell? Nee, sie ist lesbisch. Ach, sie ist lesbisch? Ja. Das vereinfacht die ganze Sache doch um ein Vielfaches. Was hält dich denn jetzt davon ab, ihr mal ganz offen von deinen Gefühlen zu erzählen?
Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht mein Mann. Wie ist denn die Beziehung zwischen dir und deinem Mann? Seit einem Jahr nicht mehr so gut. Ist natürlich jetzt eine Sache, die jetzt fast eigentlich egal ist, ob das eine Frau ist, die jetzt da in dein Leben tritt, oder ein Mann, dass sich da eine Untreue anbahnt, ne, deinem Mann gegenüber. Im Kopf bist du ja nur schon untreu geworden. Und wenn du dich jetzt da auf eine Beziehung einlassen würdest, jetzt mal gesponnen, dann hätte das natürlich auch Folgen auf die Beziehung zu deinem Mann. Ja, klar. Abgesehen davon, dass du für dich, was so deine eigene Einordnung angeht, natürlich auch neu nachdenken müsstest, ne? Und was deine eigene Identität angeht, deine sexuelle Identität. Ja, eben, weil bislang immer hetero. Wie stark ist denn das Gefühl zu der Freundin? Ja, also ich denke an nichts anderes mehr. Ja, diese Freundin, und das schon seit einem Jahr, ne? Mhm. Also du bist, kann man fast sagen, über Hals über Kopf verliebt, oder liebst sie? Ja. Rebecca, liebst du denn deinen Mann auch noch? Nein. Nein? Nein. Das sagst du ganz klar, nein. Ja, also das weiß ich ganz genau. Dann besteht ja eigentlich gar kein Grund mehr, dass du mit ihm zusammen bist, ne? Ja, das ist mehr so, ja, ist ja auch noch ein Kind da, ne? Ich habe eine kleine Tochter. Und ja, ich weiß einfach nicht, wie ich es anfangen soll. Ich weiß vorne und hinten nicht, was ich tun soll. Also Rebecca, wenn du... Ich bin total durcheinander. Ja, pass auf. Also die Fakten sind ja klar. Da ist kein Liebesgefühl mehr zu deinem Mann. Dafür ist ein starkes Liebesgefühl zu deiner Freundin, zu deiner besten Freundin. Jetzt offenbare dich mal deiner Freundin. Und dann muss man gucken, wie es weitergeht. Ob es da zu einer Beziehung kommt, welche Auswirkungen das hat auf die Beziehung zu deinem Mann, ob ihr euch trennt. Der nächste Schritt ist, sag deiner Freundin mal, was in dir vorgeht. Und dann wird man sehen, wie die Entwicklung weiter fortschreitet. Würde ich dir raten? Versuche ich mal, ja. Alles Gute. Das ist nicht so einfach. Nee, das ist mir schon klar. Aber wenn man ein ganzes Jahr damit schwanger geht, ne, mit solchen Gedanken und solchen Gefühlen, muss es irgendwann auch mal raus. Das tut dann auch gut. Und dann kommt vielleicht das ganze Leben in Bewegung, aber dann ist es auch in Ordnung. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, danke. Tschüss, Rebecca. Ciao. Und viel Spaß, tschüss. Danke. Aische. Ja? Stimmt das? Ja, das stimmt. 20 Jahre. 20 Jahre. Hi. Guten Morgen. Die Frauen haben heute schlechte Leitungen. Du bist auch so verrauscht. Das kann möglich sein, ich wohl am Telefon. Ja. Kannst du mich jetzt besser hören? Wir versuchen das mal, ja. Wir kriegen das schon hin. Ja, Aische, dein Thema. Mein Thema. Ich habe vorletzte Woche Donnerstag ein Kind abgetrieben. In der wievielten Woche? In der 7. Ich komme einfach damit nicht klar. Ich schaffe es nicht. Aische, wie ist es denn zu dieser Abtreibung gekommen? War das deine Entscheidung oder hat dich jemand dazu gedrängt quasi? Ja, er gedrängt. Wer denn? Der Vater. Von dem Kind. Ja. Was ist das für ein Mann? Mit welchem Verhältnis stehst du zu dem? Es ist sehr kompliziert. Ich war letztes Jahr, Dezember, habe ich eher mit meinem Freund Schluss gemacht. Aische, halt mal den Telefonhörer still, das knackt und knackt. Ja, ich bin total hier aufgeregt. Und habe denjenigen halt gefragt, ob er Zeit für mich hätte. Weil ich brauchte einfach jemanden, mit dem ich reden konnte. Er hat gesagt, ja, okay, warum nicht? Wir sind alle in einer Schule. Ja, hat mit dem drüber gesprochen, meinte, lass es mit dir nicht machen. Hatte ja auch irgendwo recht gehabt. Ja, und dann habe ich halt meinen Ex-Freund angerufen und habe gesagt, so und so, ich mache das nicht mehr mit. Ich kann mich nicht von dir unterdrücken lassen, von dir ausnutzen lassen schon gar nicht. Nun ja, dann habe ich mich mit dem anderen halt immer wieder getroffen und direkt dann in der ersten Woche mit ihm geschlafen. Ist einfach dazu gekommen. Und er ist jetzt, war auch der Vater des Kindes? Ja. Da ist aber nie eine Liebesbeziehung entstanden zwischen dir und diesem Jungen. Nein. Das war mehr so ein Freund von dir, oder? Ja. Wenn überhaupt, ne? Als du ihm das dann gesagt hast, dass du schwanger bist, wie hat er darauf reagiert? Er hat geweint. Konnte einfach nichts mehr sagen. Anfänglich hat er geweint, und dann? Er meinte so, ja, was denkst du? Was hast du vor?
sagen konnte, tu mir das bitte nicht an. Er hat gesagt, tu mir das bitte nicht an. Ja. War das alles, was er gesagt hat? Oder ging das dann noch weiter? Nee, das war alles. Am nächsten Tag hat er mich abgeholt. Wir sind zu ihm gegangen. Total locker gewesen. Ja, was hast du vor? Wieso, ich will es behalten. Der meinte, trotzdem tu mir bitte das nicht an, fing wieder an zu weinen. Hm. Warum war das denn für ihn so schlimm? Er geht selber noch zur Schule. Wie alt ist er? Er ist 22. Mhm. Wir sitzen in einer Klasse. Mhm. Auch mit meinem Ex. Mhm. Und ich habe gesagt, ich will es aber gern behalten. Aber er wollte es nicht. Mhm. Und ich wollte halt keinen Vater für mein Kind, der sich dann einfach dazu verpflichtet fühlt, da zu sein. Und mir dann immer den Eindruck zu geben, boah, Frau, du bist diejenige, die mir alles zerstört hat. Mhm. Ich komme aus einer türkischen Familie. Mhm. Ich habe zwar beide Eltern da, aber auch wiederum nicht. Wissen deine Eltern von der Abtreibung? Nein. Nein. Überhaupt nicht. Weiß sonst überhaupt jemand außer dir und dem Mann, dem Jungen? Ja, eine Freundin. Mhm. Und halt mein Ex, der mich letztens bedroht hat. Ist der Junge, von dem das Kind war, ist das auch ein Türke? Nein. Ist ein Deutscher. Ein Deutscher? Ja. Mhm. Hat er dann die letztendliche oder letztendgültige Entscheidung, dass du es abtreiben lässt, hat er da besonderen Druck auf dich ausgeübt? Nein, direkten Druck halt nicht. Also er hat immer geweint und gesagt, tu mir das nicht an. Ja. Und daraufhin hast du dich dann letztlich entschieden, es abtreiben zu lassen. Ja, weil ich einfach keinen Vater haben wollte, der... Mhm. nur da ist, wenn das Kind da ist. Mhm. Mir immer den Eindruck gibt, Frau, du bist diejenige, die mir alles zerstört hat. Gab es mal Momente, wo du dich vielleicht deiner Mutter hättest anvertrauen wollen? Ja, klar. Aber du hast es dann dennoch nicht getan? Nein. Mhm. Ich sitze hier, guck meine Mutter an, bin innerlich am Schreien um Hilfe. Mhm. Ich kann sie nicht erzählen. Mhm. Ich würde gerne sagen, Mama, nimm mich doch in die Arme. Also warum? Hast du ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nein, sage ich ja. Ich habe beide Elternteile. Aber wiederum auch nicht. Mhm. Ich werde hier einfach wie ein fünftes Rad hier behandelt. Aber das hat aber jetzt nichts damit zu tun. Nein, auch nicht. Das ist noch eine andere Problematik. Deswegen, ja. Magst du da einen Satz zu sagen, warum du so schlecht behandelt wirst zu Hause? Ich bin ungewollt. Mhm. Das wird mir dann halt immer wieder vorgeworfen. Mhm. Und werde damit halt nicht klar. Mhm. Ich kann zu keinem von denen hingehen und sagen, so und so. Du warst ungewollt. Ja. War das dann vielleicht für dich auch eine Entscheidung, das Kind abzutreiben, weil dieses Kind dann zumindest von der einen Seite auch ungewollt gewesen wäre und du es am eigenen Leibe erfährst, was es heißt, ungewollt zu sein? Ja. Mhm. Das ist für mich kein angenehmes Gefühl, echt nicht. Überhaupt nicht. Auf jeden Fall, jetzt ist es passiert. Und du hast ein schlechtes Gewissen und bist ganz, ganz unglücklich. Ja, klar bin ich unglücklich. Mhm. Er will mich nicht sehen. Mhm. Obwohl ich vor der Abtreibung ihn gefragt habe, wenn du nach der Abtreibung mir helfen willst, dann soll es von innen kommen. Mhm. Ansonsten will ich von dir nichts hören. Mhm. Er meinte, so sicher bin ich dann bei dir. Jetzt hast du gerade gesagt, dass dein Ex-Freund dich auch immer noch belästigt. Ja. Bedroht auch? Ja. Inwiefern? Er will Geld haben. Wenn er das nicht kriegt, würde er bei mir zu Hause persönlich vorbeikommen und halt alles erzählen. Aber er weiß das doch gar nicht mit dem Kind. Nein, das nicht. Dass ich mit ihm zusammen war halt. Mhm. Und dass ich halt auch mit ihm geschlafen habe. Mhm. Und das wäre schlimm, wenn er das zu Hause erzählen würde. Ja, klar. Mhm. Und ich konnte mich dann einfach nicht mehr zurückhalten. Mhm. Da ich doch sowieso schon total kaputt war, habe gesagt, hör mir mal gut zu, lass mich nicht zufrieden. Mhm. Ich habe eine Abtreibung hinter mir. Das war natürlich total ausgeflippt. Das ist dir so rausgerutscht? Ja. Mhm. Das heißt, das weiß er jetzt auch und hat dich in der Hand und kann dich jetzt noch mehr erpressen? Ja, klar. Ist der Ex-Freund ein Deutscher? Ja. Mhm. Und du hast richtig Angst vor ihm jetzt? Vor ihm habe ich überhaupt keine Angst. Gar nicht.
Aber dass er irgendetwas anstellen könnte, das dich in Schwierigkeiten bringt? Auch nicht. Mhm. Ja doch, aber du hast es doch gerade gesagt, dass er deinen Eltern eventuell etwas... Ja, das könnte er ja machen. Mhm. Okay, die würden mich vielleicht zusammenschlagen, das und dies. Mhm. Aber das macht mir auch nichts mehr aus. Mhm. Überhaupt nichts mehr. Sag mal, Aisha, wie lange gehst du denn noch zur Schule? Wie lange musst du noch zur Schule gehen? Ich habe noch ein Jahr. Mhm. Ende Januar bin ich draußen. Ne? Was sind denn deine Pläne, was du da machen willst? Ich will Abitur machen. Mhm. Auf welche Schule gehst du jetzt? Abendschule. Auf die Abendschule. Mhm. Und du willst noch weitermachen? Ja, sicher. Mhm. Das heißt, du wirst dann perspektivisch auch noch weiter zu Hause bei deinen Eltern wohnen bleiben müssen. Ja. Das heißt, du kommst da nicht raus und hast dann auch wirst nicht auf eigenen Beinen stehen. Kann ich nicht. Mhm. Du bist sehr, sehr traurig. Ich mag das. Und das wird sehr, sehr... Ich bin traurig. Ich bin total zerstört. Mhm. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Mhm. Früher habe ich gesagt, wenn ich zur Schule gehe, dann habe ich wenigstens ein paar Stunden Ruhe von zu Hause. Jetzt kann ich nicht mal das sagen. Mhm. Gehe ich zur Schule, habe ich den einen vor mir direkt sitzen, der dieses Lächeln im Gesicht hat. Mhm. Und der andere, der sich da total kaputt macht. Mhm. Ich weiß einfach nicht also, mehr was. Es ist die ganze Situation, in der du da lebst. Und es ist die Trauer und der Schmerz über die Abtreibung. Ja, klar. Mhm. Aisha. Ja. Wir können dich jetzt nochmal anrufen, ne? Mhm. Das möchte ich auch gerne. Und dann wird die Petra dich jetzt gleich nochmal anrufen. Das ist meine Psychologin. Mhm. Und dann sprichst du mit ihr noch ein bisschen ausführlicher. Ja. Ja, machen wir das so. Mhm. Ich wünsche dir alles Gute. Danke dir. Tschüss, Aisha. Tschüss. Jetzt haben wir 1.31 Uhr und 43 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio aus Köln von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Heute Nacht mit einer offenen Sendung für alle eure Themen. Wenn ihr Lust habt, mit mir zu reden, das ist unsere Telefonnummer 0130 29 11. Gisela ist dran und die ist 54 Jahre alt. Ja, hallo Domian, guten Abend. Ja, guten Abend, guten Morgen. Ich bin da daheim am Ende. Mein Mann ist am Samstag vor 4 Wochen Samstag waren es 4 Wochen, dass mein Mann gestorben ist. Mhm. Und wir sind beide Rollstuhlfahrer, also ich bin auch Rollstuhlfahrerin. Und ich habe meinen Mann bis zum Schluss begleitet, bis zur letzten Minute. Mhm. An ich was? Weiß heute noch nicht, wo ich die Kraft hergenommen habe. Mhm. War er sehr lange krank und hat gelitten? 4 Wochen auf der Intensiv. Ja, und was hatte er? Es war eine Lungenembolie. Mhm. Wir hatten nur damals das Glück, wie das passiert ist, dass wir in Bad Mergentheim in einer Klinik waren. Mhm. Haben sie ihn also gleich erwischt, ne? Dass er also nicht verblutet ist. Mhm. Und dann ist er da unten 8 Tage auf der Intensivstation gewesen. Und nach 8 Tagen war er dann transportfähig, dass er in unseren Wohnort kommen konnte. Ja. Ja. Und da war er dann noch 3 Wochen. Mhm. Ich war also Tag und Nacht oben. Mhm. Und am Schluss hatte er keine Blutgerinnung mehr, weil auch die Leber versagt hat. Mhm. Erst die Lunge, dann die Leber. Und er hatte also keine Blutgerinnung mehr. Mhm. Und dann habe ich mit dem Arzt von der Intensiv gesprochen und habe gesagt, was man machen kann. Weil er hat aus allen Poren, was irgendwo eine Verletzung war, hat er geblutet. Mhm. Mhm. Und dann hat der Arzt von der Intensiv zu mir gesagt, wir können nur eins machen. Frau Fischer, ich befürchte, dass ihr Mann an seinem Blut erstickt. Hm. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, das alles bloß das nicht, weil Erstickungstod ist was ganz Schlimmes. Ja, ja. Und das wollte ich ihm nicht. Dann
Da hat er gesagt, wir können ihn an die Beatmungsmaschine hängen und Morphium geben. Dass er also nichts mitkriegt. Ja. Und mein Mann, der hat sich sein ganzes Leben und ich auch, wir setzen uns immer für unsere körperbehinderten Kameraden ein. Mhm. Und er hat auch bis zum Schluss, ich habe immer gesagt, Franz, du bist der Kämpfer, kämpf, ich kämpf ja. Aber der Körper hat also total, der ist zusammengefallen. Mhm. Ich habe da zuschauen müssen, ich konnte nichts machen. Mhm. Hat der Gisela sehr auch bewusst noch gelitten am Ende? Nein, das habe ich Gott sei Dank verhindert. Mhm. Indem ich ihn unter Morphium setzen habe lassen. Ja, ja. Jetzt mache ich mir nur die Vorwürfe, dass ich das gemacht habe. Aber warum, Gisela? Ja, weil sein Bruder wirft mir jetzt vor, ich hätte das Leben verlängert. Du hättest das Leben verlängert? Ja, er wäre früher gestorben, wenn ich ihn nicht an die Maschinen hängen habe. Ich habe ihn ja nur an die Beatmungsmaschine hängen lassen. Dass er eben nicht erstickt. Es wurden keine lebensverlängernden Maßnahmen unternommen. Aber du hast doch auch gerade gesagt, dass er eben nicht mehr leiden musste, weil er unter Morphium stand. Ja, aber das wirft mir jetzt ein Bruder vor, dass ich ihn praktisch länger leben hätte ablassen, wie er normal gelebt hätte. Ich kann das natürlich medizinisch überhaupt nicht beurteilen. Die Lunge hat versagt. Die Leber hat versagt und am Schluss auch die Nieren. Mhm. Mein Mann hat mit Nierenversagen trotzdem noch 4 Tage gelebt. Mhm. Und diese 4 Tage macht der Bruder dir zum Vorwurf, oder was? Ja. Ja. Weil er sagt... Was haben denn damals die Ärzte gesagt, als es um diese Entscheidung ging? Die haben gesagt, ich muss das ganz schnell entscheiden. Mhm. Also die Gefahr hätte bestanden, dass er sonst erstickt wäre. Und du hast quasi aus Mitleid mit ihm, hast du dich dafür entschieden, für die Maschine entschieden? Nein, ganz einfach, weil ich ihn lieb gehabt habe. Natürlich, ja. Und weil ich nicht wollte, dass er... Ich habe gesagt, mein Mann hat sein ganzes Leben lang kämpfen müssen. Gisela, ich will dir mal was sagen. Ich finde das erstmal ganz, ganz gemein von dem Bruder deines Mannes, dir da jetzt Vorwürfe zu machen. Finde ich ganz schäbig. Und damit werde ich einfach nicht fertig. Und ich will dir jetzt sagen, so wie du mir das geschildert hast, und ich glaube dir das auch, war das genau die richtige Lösung. Und alle wir, die das jetzt gehört haben, hätten genauso gehandelt. Wenn es darum geht, einem geliebten Menschen das Sterben zu erleichtern, dass er... Ich habe ihm nur erleichtert, weil er nicht... Genauso habe ich es jetzt auch verstanden. Dann würden wir alle das machen. Und wenn dieser Mann dir da jetzt in irgendeiner Weise Vorwürfe machen will, lass es an dir abprallen. Es ist nicht gerechtfertigt. Und das ist ganz, ganz gemein. Ja, das glaube ich sehr wohl. Aber ich wollte ihn wirklich nur helfen. Es war nichts mehr zu machen. Ich glaube, dass du ganz im Sinne deines Mannes gehandelt hast. Wie war denn früher so das Verhältnis zwischen dir und dem Schwager? Immer schon angespannt? Na, eigentlich überhaupt nicht, weil wir haben ja ständig, ich habe im letzten halben Jahr ständig für meinen Mann gebraucht, weil er halt körperlich abgebaut hat. Mhm. Ne? Weißt du, er ja selber mitgekriegt. Und ein ganz wichtiges Argument ist ja, dass er eben das Morphium bekommen hat und dass er eben nicht gelitten hat. Ja. Und dass er so hoffentlich dann auch einfach eingeschlafen ist und gestorben ist. Ich war bis zum Schluss dabei. Mhm. Bis zur letzten Minute. Mhm. Und dann habe ich meinen Schwager angerufen, habe gesagt, komm bitte rauf, wir müssen Formalitäten erledigen. Mhm. Der Franz ist tot. Mhm. Wo bist denn du? Hab gesagt, ich bin in der Klinik, wo ich hingehöre. Ja. Hat er gesagt, aber ich will ihn ja nicht sehen. Ich will ihn ja behalten, wie er war. Mhm. Der hat ihn ja nicht einmal angeschaut. Mhm. Ich war Tag und Nacht drin. Mhm. Und darum bin ich jetzt psychisch total am Ende. Mhm. Also Gisela, wenn er so den Wunsch hat, dass er ihn in der Erinnerung von früher behalten möchte, das muss man ja auch akzeptieren. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht jetzt darum, dass er dir Vorwürfe macht. Ja, weil ich ihm an die Beatmungsmaschine hängen habe lassen. Gisela, ich sage dir jetzt nochmal meine Meinung, dass ich das richtig finde, dass du das hast machen lassen. Ich verstehe sehr gut, dass dir das jetzt richtig zu schaffen macht. Du hast den Tod deines Mannes zu verwinden und kriegst dann auch noch diese Vorwürfe von dem Schwager ab. Da kommt es also wirklich doppelt und dreifach auf dich zu. Nochmal gesagt, es war eine richtige Entscheidung. Mach dir keine Vorwürfe. Ich habe ja noch mehr verloren wie er. Mhm. Ich bin jetzt ganz alleine hier. Mhm. Liebe Gisela. Und die schauen sich nicht um und rufen nicht an und gar nichts. Mhm. Die schneiden mich so richtig. Liebe Gisela, du hast richtig gehandelt. Und weißt du, was wir jetzt machen? Du wirst dich jetzt auch noch ein bisschen mit unserer Petra unterhalten. Leg mal schnell auf und dann ruft die Petra dich nochmal an. Jo.
Und danke. Lass dich wirklich nicht fertig machen von dem Schwager. Ja, ich mache mich selber fertig, weil ich mir selber die Vorwürfe mache. Das ist es. Aber du darfst sie dir nicht machen. Sie sind nicht gerechtfertigt, wirklich nicht. Was wäre denn gewesen? Hinterher hättest du dir die Vorwürfe gemacht, wenn dein Mann ganz jämmerlich erstickt wäre. Ja. Das hättest du wahrscheinlich dann noch miterlebt. Dann hättest du dir Vorwürfe machen können. Hätte ich mal. Domian, der Arzt hat mir gesagt, mein Mann war schon halbseitig gelähmt. Und das Gehirn war auch schon zerstört. Also er wäre auch geistig behindert gewesen. Und mein Mann war so aktiv und das konnte ich ihn einfach nicht antun. So weiterleben zu müssen. Natürlich, ja. Darum habe ich halt so entschieden. Gisela, ich finde die Entscheidung richtig. Leg jetzt mal auf und die Petra ruft dich gleich nochmal an. Danke. Toi, 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 alles Gute. Mach weiter so, du bist spitze. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss, Gisela. Nächste Anruferin ist Ingrid und die ist 47. Ja, hallo Domian. Hallo Ingrid. Also ich bin eigentlich noch ganz erschüttert von den zwei Vorrednerinnen. Ich habe das alles so mitbekommen. Also ich finde das ganz, ganz schlimm. Erstmal zu Gisela. Ich finde die Worte, die du an sie gerichtet hast, fand ich ganz klasse. Hätte ich ebenso gemacht. Zu der Aische kann ich nur sagen, da ich selber solche Erfahrungen gemacht habe, da hilft ein einmaliges Gespräch nicht. Dann sollte sie weiter zur Therapie gehen. Erstmal das. So, jetzt einmal tief Luft holen. Mein Güter, genau. Domian, das ist mir sehr ans Herz gegangen. Gut, okay, jetzt spreche ich über meine Tochter. Die hat seit August eine Lehrstelle angenommen. In einem, das darf ich sagen, Inkassobüro. Und die Chefin und der Chef, die sind wohl Lebenspartner oder so. Und die Natascha hat halt die Schwierigkeiten, dass dieser Chef, ja, verbal sie, sagen wir mal, angemacht hat. Ne? Also, Fräulein sowieso, ich habe sie gestern in der Erotik-Show gesehen, in Sat.1, oder mit Ihnen würde ich auch gerne mal eine Nacht verbringen. Ach so, oder offensiv schon. Ja, ja. Und wissen Sie, auf solche Sachen reagiere ich äußerst gereizt. Zu Recht. Halt durch Erfahrungen, eigene Erfahrungen. Und Natascha konnte natürlich nicht mehr auf diese Arbeitsstelle gehen, hat natürlich ständig Magenschmerzen gehabt, schon morgens. Hat also trotzdem versucht, diese Lehre aufrechtzuerhalten, aber es ging jetzt überhaupt nicht mehr. Sie war ja ständig krank. Nun ist es so, dass die Chefin gesagt hat, die das natürlich nicht weiß, warum das ist. Natascha traut sich das natürlich auch nicht zu sagen. Es gibt weder Gewerkschaft noch Betriebsrat in diesem Betrieb. Sie wäre dann auch nicht mehr interessiert, dass sie dort arbeitet. Dann müsste eben ein Aufhebungsvertrag stattfinden. Jetzt habe ich mich erkundigt. Ein Aufhebungsvertrag bedeutet eigentlich, dass sie ja von sich aus kündigen würde. Das würde wiederum nach sich ziehen, dass sie eine Sperrfrist von circa 8 Wochen bekäme. Da habe ich mich beim Arbeitsamt erkundigt. Ich sehe das irgendwo nicht ein, Domian. Dass sie es quasi ausbaden muss. Ne? Ja, richtig. Hallo? Ja, ich bin da. Hallo? Ingrid, ich habe hier aus Versehen einen Knopf gedrückt. Das war meine Schuld. Ich habe schon hier geguckt, ob ich nichts gemacht habe. Nein, ich hatte gerade gesagt, du siehst es nicht ein, dass sie es ausbaden muss. Richtig, ne? Ja. Richtig. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich mich da weiterhin, weißt du, ich bin Alleinerziehende, ich muss das alles alleine. Deshalb, ich gucke schon immer deine Sendung und verfolge das. Ich habe gedacht, jetzt rufst du Domian an. Ja, es war. Es wäre einfacher für deine Tochter, wenn die Kündigung von Seiten des Betriebes käme. Habe ich heute mit der Chefin gesprochen. Ich habe gesagt, hören Sie mal, Frau, sowieso, wenn Sie Natascha natürlich nicht mehr dort behalten wollen, ist auch in Ordnung. Ich denke auch, dass das kein gutes Weiterkommen mehr ist. Nur ein Vertrag wird halt nicht, dieser Aufhebungsvertrag wird nicht unterschrieben. Hat sie gesagt, ja, dann soll die Natascha halt krank fallen bis zum Ende ihres Was natürlich völliger Blödsinn ist, ne? Ja, sowieso. Jetzt kommt mir gerade die Überlegung, wenn die jetzt da rumzickt, diese Frau, und es euch schwer macht, hast du mit dem Gedanken mal gespielt, ihr klaren Wein einzuschenken, dieser Frau? Das ist das. Nur, Natascha, die traut sich da nicht. Ich habe gesagt, Natascha, du hast überhaupt nichts zu verlieren. Also wie gesagt, sie ist auf der einen Seite ein selbstbewusstes Mädchen, auf der anderen Seite mit solchen Dingen, sie kann sich einfach gegen solche Dinge nicht wehren. Ja. Und wenn ich jetzt dorthin, ich müsste ja mit ihr zusammen in diesem Betrieb, ich habe gesagt, Natascha, ich stehe hinter und vor dir seitlich stehe ich da, du brauchst keine Angst zu haben. Sie muss ja persönlich dorthin. Das,
das steht die nicht durch. Mhm. Das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Das wäre natürlich das Allerbeste. Aber wenn du sagst, dass sie das nicht durchsteht, dann muss man irgendwie versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Wir waren schon beim Arzt gewesen, wir haben gesprochen. Der Arzt hat natürlich auch auf diese Sache sehr gereizt reagiert. Der hat gesagt, ich bescheinige halt, dass sie da nicht mehr arbeiten kann. Aber es geht um diesen blöden Vertrag, der dann beiderseitig unterschrieben werden muss. Und das bedeutet für Natascha natürlich, dass sie ja da ganz schlecht rausgehen würde. Das würde ja, wenn sie eine weitere Ausbildung dann übernehmen würde, das würde ja in den Papieren stehen. Was wäre denn jetzt die Ideallösung für dich und für deine Tochter? Auf jeden Fall möchte ich nicht mehr, dass sie dahin geht. Mhm. Auf gar keinen Fall. Ich meine, was wäre die Ideallösung? Wie müsste jetzt dieses Verhältnis aufgekündigt werden? Wenn es nach mir ginge, Domian, dann würde ich da hingehen und würde da ganz quer durch den Raum gehen. Also glaub mir das. Mhm. Also ich, wie gesagt, aus eigenen Erfahrungen, ich möchte nicht näher darauf eingehen, reagiere ich auf solche Sachen sehr gereizt. Und mit diesen verbalen Dingen fing das ja eigentlich schon an. Ich meine es jetzt auch nochmal formal. Was wäre die formal optimale Lösung für euch? Ja, eigentlich wäre es, ich habe gesagt, sie sollte doch von ihrer Seite aus kündigen, da sie ja doch nicht daran interessiert ist, dass Natascha wiederkommt. Nein, das würde sie auf keinen Fall tun. Warum tut sie das nicht? Das frage ich mich auch. Hatte sie dann irgendeinen Nachteil davon? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung davon. Ich meine, ich habe eine Lehre gemacht und habe die auch durchgestanden. Ich habe keine Ahnung davon. Du bist ja nun eine sehr selbstbewusste, resolute Frau, merke ich. Wenn du doch nochmal das Gespräch mit dieser Frau suchen würdest, oder vielleicht mit ihm auch, oder vielleicht sogar nur mit ihm, und ihm eine gewisse Andeutung machst, dass es ja für ihn vielleicht sehr peinlich wäre, wenn da etwas durchsickern würde, und du bist bereit, stillzuschweigen, wenn er dir aber auch entgegenkommt und die Kündigung ausspricht. Aber das Schlimme, der Weg geht nur über sie, Domian. Ja, gut, aber, du kannst ja versuchen, über ihn an sie ranzukommen, dass du erstmal mit ihm unter vier Augen sprichst. Du weißt ja gar nicht, wie die wiederum miteinander kommunizieren. Mhm. Ich meine, das ist jetzt alles link gelaufen, jetzt musst du halt auch da wirklich strategisch drangehen. Ja, ja, das ist auch eine gute Idee. Da habe ich noch nicht dran gedacht. Das würde ich versuchen, Wenn der andere Weg mit dem Offenlegen nicht geht, du willst es deiner Tochter ja auch nicht zumuten, dieses ganze Theater, was dir auf sie zukommt. Versuch doch mal überleg es noch mal in Ruhe. Und versuch es doch einfach mal. Ihr habt ja auch gar nichts zu verlieren im Prinzip. Nee, das habe ich der Natascha ja auch so erklärt. Ja. Also Ingrid, ich wünsche dir, wenn du das machst, alles Gute. Und danke. Natascha vor allen Dingen auch alles Gute, und dass sie eine gute neue Stelle findet. Dankeschön. Und tschüss. Danke. Und alles Gute noch für deine Sendung. Ich danke dir vielmals. Tschüss. Jetzt ist Marcel dran. Und Marcel ist 32 Jahre. Wäre er gewesen. Leider ist er nicht mehr dran. Geben wir jetzt mal einen Jahr höher, 33 Jahre, ist Kai. Ja, hallo. Ja. Ja, vielleicht kannst du dich erinnern an mich. Nee. Nee, ich habe letzte Woche schon mal angerufen. Ich bin der aus Wiesbaden, der in Köln die Karnevalsfeier machen wollte. Du bist der mit den Kondomen, ne? Genau der mit dem Kondom. Du hast eine große Resonanz ausgelöst bei meinen Zuschauern und Zuhörern. Ja, eben, deshalb wollte ich nochmal anrufen. Also du bist Kai, wir müssen natürlich die restliche Welt einweihen, die nicht vorige Woche zugehört hat. Mach du mal. Ne, du bist ein Wiesbadener, der nach Köln zum Karneval wollte. Genau. Und dann hast du dich verkleidet mit so einem Overall, ne, und hast überall Kondome an dich daran gesteckt. Ja, und ich hatte als Mütze so ein Kondom auf. Genau, und wolltest du auf diese Weise auch die kölschen Mädchen ein bisschen ködern, ne? Genau. Was ist denn nun passiert im Karneval? Erzähl mir. Es ist irrsinnig viel passiert. Es war der Wahnsinn. Viel. Also wir sind ja früh morgens losgefahren und waren dann also um 9.30 Uhr in Köln und waren dann erstmal da an dem Rathausplatz, wo da irgendwo... Weiberfastnacht, ne? Genau. Und da wurde dann halt dann irgendwo der Karneval erstmal ausgerufen, da um 11.11 Uhr ging es. So ist das hier üblich, ja. Und da war es ganz lustig, dann sind wir ein bisschen durch die Altstadt getingelt und da ging es eigentlich schon los, dass die Leute größere Gruppen auf mich zukamen, mich anguckten. Hoffentlich nur Frauen. Nee, auch Kerle. Aha, Kerle. Aber das ist jetzt ein Kompliment für dich. Mich anguckten und sagen, Mensch, T-Shirt, Dings auch, sag mal, bist du der aus Wiesbaden, der gestern beim Jürgen angerufen hat? Und ich sagte, ja. Und das ist mir so oft passiert. Das ist ja lustig. Der absolute Wahnsinn gewesen, wirklich. Und vor allen Dingen, es war ja letzte Woche auch nur auf Radio zu hören, in der ersten Viertelstunde. Stimmt, du warst ja nur im Radio erstmal. Genau, oder? Also du hast... Also die Kölner und Kölnerinnen hören natürlich auch zur Karnevalzeit 1Live Domian. Ja, ja. Offensichtlich. Ja, so, und dann habe ich natürlich auch noch ein kölsches Mädel kennengelernt. Mhm. Und zwar sind wir weitergefahren mit der U-Bahn irgendwann zum Barbarossa-Platz. Mhm. Und zwar, weiß nicht, ob du das Museum kennst? Ja klar, kenne ich. Ja, ne? Und da waren wir in einem Greyhound und da sind ja irrsinnig viele Kneipen. Und im Museum habe ich nur eine kennengelernt.
jetzt muss ich dazu sagen, ich bin 1,75 Meter groß, ein guter, ich grüße sie jetzt hiermit, hallo Lego. Lego. Sie ist 1,85 Meter groß gewesen. Hey. Und ich sprach sie an mit den Worten, ich liebe Frauen, die mir körperlich überlegen sind. Das ist natürlich ein wunderberer Spruch für dich. Ja, ja. Ne, das hat sie gleich beeindruckt wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ne, man konnte, also in diesem Laden da im Museum, da war es so proppevoll. Wie war also, sie denn verkleidet? Bitte? Wie war sie verkleidet? Als sie was? Eigentlich gar nicht. Sie hatte so Lederhosen an und so ein weißes Rüschchen Bluse an und dann, glaube ich, eine Lederjacke drüber. Hat es denn dann zwischen euch beiden auch geschnackelt? Ja, ja, klar. Ging es dann auch noch weiter? Jein, jein. Also es hat so da geschnackelt, aber sie sagte dann hinterher, weil sie ist auch Harley-Fahrerin, sie würde mich zwar schon gerne vernaschen, aber es könnte gut passieren, dass irgendwann morgens so ein 1,97 Meter großer Harley-Fahrer auftauchen würde. Hast du gesagt, oh nein, dann vielleicht lieber doch nicht. Ja, da hatte ich eigentlich schlechte Karten. Wo hast du die erste Karnevalsnacht verbracht? Die erste Karnevalsnacht. Ich bin nachts um 2 wieder zurückgefahren. Nein. Ja, ja. Nee, weil ich habe mir gedacht, wenn, dann will ich nur diese Frau haben, weil eine andere wollte ich dann nicht mehr. Bist du denn dann wieder hierher gefahren am Wochenende? Nein. Ich habe es nicht mehr gepackt. Erstmal war ich jetzt noch krank. Ja. Ich hatte mich also tierisch erkältet und außerdem hatte ich mir ganz übel meinen Rückenmuskel gezerrt, weil ich war in einer Kneipe drin und kam gerade von der Toilette und da war ein Kontergan-Geschädigter mit dem Rollstuhl gerade vor mir und meinte, er müsste jetzt auf Toilette und ich muss unbedingt, sagt er, auf die Darmtoilette, weil sonst passe ich mit dem Rollstuhl nicht durch und er meinte, er hatte mich nun auserkoren und ich habe mir gedacht, ne, Kneifen gilt nicht und der Junge, der war natürlich ganz schön feist und fett und dann muss ich leider... Du hast ihm geholfen, hast dich verrenkt dabei. Ich habe ihm auf die Klodecke geholfen. Im Großen und Ganzen aber war das ein schöner Eindruck des Kölner Karnevals. Also Weltklasse. Wenn Karneval nur in Köln. Aber es ist nun nicht zum knallharten Sex gekommen. Ne? Darauf hattest du ja spekuliert. Ja, ne? Muss das aber auch nicht. Weil muss ja auch nicht. Natürlich ich habe ja in deiner Sendung, da hat ja hinterher noch so ein Mädel angerufen, die hat mich ja schon als Sextouristin abgestempelt. Ja, genau. Und danach haben dann auch noch zwei angerufen, die hatten sich auch schon in der Wolle, weil der Junge, das waren zwei Kerle und der eine, der wollte nun irgendwie zum Karneval genau, und der andere genau. Nicht so. Ne? Also ich glaube, das ist alles aufgrund meines Gespräches da. Also, auf jeden Fall, du bist erkannt worden aufgrund unserer Sendung. Das ist ja schon mal sehr schön. Du hast Spaß gehabt in Köln. Ja. Und du wirst, ich bin sicher, nächstes Jahr wiederkommen. Ja, ne? sicherlich. Du, ich muss ja sagen, ich habe den Rosenmontag verpennt. Wir wollten eigentlich nach Mainz fahren, aber ich habe mir gedacht, was bringt mir Mainz, wenn ich in Köln war? Wenn du einmal in Köln warst, dann darf man nicht nach Mainz fahren. Ne? Schon gar nicht nach Düsseldorf. Ne? Und ich muss ja dazu sagen, also ich bin ja normalerweise, stehe ich ja wirklich hier so auf die Frankfurter Techno-Szene, so wie Kalla, DJ Taucher und sowas. Aber was ich ja im Kölner Kano, gerade diese Gruppe Höhner. Ja. Ich bin in der Räuber zum Beispiel. Ist ja Weltklasse. Ist ja wirklich. Oder diese Karawane, das ist ja absolut geil. Wirklich. Ja, wir suchen eine andere Kaschemme, ne? Ja, genau. Die Karawane zieht weiter. Also du bist begeistert, das freut mich natürlich sehr. Ich bin sehr begeistert. Und vor allen Dingen, der Carsten, mein Kumpel, der meinte noch, die Kölnerin, die wird sich nicht melden, weil ich gab ihr meine Telefonnummer. Ja, die Große. Die Große. Und der Carsten, also mein Kumpel, der mit war, der sagt, die meldet sich hundertprozentig nicht mehr. Und sie rief gleich am nächsten Mittag an und wollte hören, ob ich gut angekommen. Hey, hast du denn ihre Telefonnummer auch? Ich habe sie jetzt auch. Ich habe aber bisher nur zweimal aufs Band gesprochen, leider. Du musst natürlich in gewisser Weise vorsichtig sein. Ne? Ja, klar. Aber da sie dich angerufen hat, ist das ein ganz gutes Zeichen. Denke ich auch. Ne? Und vielleicht kommt sie mit ihrer Harley mal bei dir in Wiesbaden vorbei. Das wär natürlich der Hammer. Und ihr macht jetzt im Frühling da mal so einen schönen Sommerausflug irgendwo ins Grüne bei euch. Denke ich auch, ja. Du, das ganze Haus hört ja schon wieder Domian und lachen sich alle kaputt unter mir. Ich merk das, ja. Also Kai, schön, dass du nochmal angerufen hast. Das gefällt mir gut, dieses Feedback zu kriegen. Bis bald. Jo, bis dann. Tschüss. Ne? Ciao. Andrea, 30 Jahre. Hallo Andrea. Ja, hallo. Grüß dich. Ja. Ja, ich habe hier sozusagen auch eine Faschingsgeschichte, die allerdings genau das Gegenstück dazu ist, zu dem, was mein Vorgänger hier gerade erzählt hat. Nicht so schön, oder wie? Doch so schön. Ja, erzähl. Denn, aus der ganzen Geschichte ist ein sehr heißer One-Night-Stand geworden. Hey, in Köln? Erwarten. Auch in Köln, oder wo? Nein, du hast Fasching gesagt. Im Schwabenland. Ich dachte es mir schon, in Süddeutschland irgendwo. Wie ist es denn dazu gekommen? Also, das war ganz heiß. Ich habe diesen Mann gesehen auf einer Faschingsfete und... Ja. Er war nicht verkleidet? Nein, er hatte sozusagen seine Berufskleidung an. Nämlich? Er ist Stripper. Er ist Stripper? Ja, das ist eine schöne Berufskleidung. Ja, die guckt also man sich doch immer wieder gerne an, ne? Er hat einen Anzug angehabt und nichts drunter und so eine Barettmütze auf und ich habe ihm in die Augen geschaut
Und es war einfach ein wunderschöner Anblick. Ich habe einfach mich, wie es überhaupt nicht meine Art ist, vor ihn hingestellt und habe ihn angestarrt. Und hast ihn gefragt, könntest du für mich privat mal strippen? Nee. Ich habe ihn erstmal ins Visier genommen, dann habe ich ihn verloren. Da dachte ich, naja, soll wohl so sein. Mhm. Er ging mir aber nicht aus dem Kopf. Ich habe ihn dann wieder getroffen und habe ihm dann ja so regelrecht ein Gespräch aufgedrückt. Mhm. Und wir haben uns dann sehr lange unterhalten und es kam dann irgendwann dazu, dass ich ihm eben meine Telefonnummer gegeben habe, aber ich habe nie im Leben dran geglaubt, dass er wirklich anruft. Wann hat er dich angerufen? In der Nacht noch. In der gleichen Nacht? Ja, also er wohnt etwas weiter weg. Wie viele Kilometer entfernt von dir? Ich schätze mal so 30. 30 Kilometer. Er hat in der gleichen Nacht noch angerufen. Ja, und das war also, ich bin ungefähr um 3 Uhr nach Hause gekommen und fing plötzlich an, meine Wohnung aufzuräumen, als ob ich jetzt gleich Besuch kriege. Du hattest es irgendwie so geahnt, ne? Ich habe da ständig dran gedacht. Sofort ging das Telefon. Überhaupt nicht. Ich habe nicht mehr dran geglaubt, habe mich ins Bett gelegt und plötzlich ging das Telefon. Aha. Ja, hallo, ich bin's. Du der weißt Stripper. Schon. Ich kann nicht schlafen. Das sage ich, ja klar, das ist die Kraft meiner Gedanken, die sind nämlich bei dir. Ja, und dann hat er mich noch eine Stunde bearbeitet, weil ich das eigentlich nicht so mache in der Regel. Wohlgemerkt, am Telefon nur, ne? Ja. Nur am Telefon. Ja. Und ich habe aber nicht Nein sagen können und ja, eine halbe Stunde später stand er Nein. in der Tür. Da war er morgens um 4:30 bei dir. Um 6 war um er 6. dann da, ja. Dann wurde das aber noch eine lange Nacht vermutlich, ne? Ja, das kann man so sagen. Und dann hat er wirklich erstmal ein bisschen gestrippt bei dir? Ja, hat also auch ganz tolle Kleidung angehabt. Aha. Ich habe also auch nichts bezahlen müssen. Es war also das Schönste, was ich je erlebt habe und ich glaube, es ist nicht vielen vergönnt. Also Andrea, das ist ja wirklich eine scharfe Geschichte. Ist denn da jetzt, könnte man da vielleicht anschließen an diese Erlebnisse oder war es wirklich eine One-Night-Angelegenheit? Also ich denke, die Frauen laufen ihm scharenweise hinterher. Mhm. Er hat jetzt zwar meine Telefonnummer, wie er wahrscheinlich ein ganzes Buch voll hat, ich habe seine nicht. Ich habe danach gefragt. Ach so. Mhm. Ja, aber er hat sie mir nicht gegeben. Also ein guter Stripper, ne, muss ja nicht unbedingt ein guter Mann im Bett sein. War er ein guter Mann im Bett? Ja. Ja, also, aber eher Mittel. Aber in erster Linie war es wohl eher der Anblick. Gebe ich zu. Ja. Hatte ich gerade vergessen zu fragen, auf dieser Faschingsveranstaltung, hatte er da auch gestrippt oder war er da als Privatperson eingeladen? Er war als Privatperson da. Ja. Und woher wusstest du da, dass er ein Stripper ist? Tuschelte man das so oder? Nee, ich wusste das gar nicht. Das habe ich erst im Gespräch erfahren und dann hatte er so eine Manschette am Abend mit so Pailletten drauf. Ja. Wie so, wenn man nur eine Hemdmanschette anhätte. Ja. Dann habe ich ihn danach gefragt, was ist das denn? Ja, das wäre seine Berufskleidung. Ah, dann wusste ich immer noch nicht. Und dann erst als er es mir dann konkret gesagt hat, dann wusste ich, was los ist. Ist es denn jetzt so, dass du schon ein bisschen heiß auf ihn bist und ab und Absolut. Zu doch am Telefon sitzt und denkst, ach, rief er doch nochmal an, oder? Ja. Ist auch so. Jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, denke ich, dass er das ist. Schade auch, dass er... Wann war jetzt das? Vorige Woche? Ja, jetzt am Freitag. Am Freitag. Mhm. Naja gut, da kann ja noch viel passieren. Vielleicht schaut er oder hört er diese Sendung ja auch heute Nacht und kann sich an die Andrea gut erinnern. Oh, das wäre ein großer Zufall. An die scharfe Andrea aus dem Schwabenland. Andrea, bist du denn generell eine Freundin des Männerstrips? Warst du schon mal bei den, wie heißen die, Carpendales oder wie heißen? Warst du ja schon mal? Ich war jetzt gerade am Donnerstag, also den Tag davor, das erste Mal beim Männerstrip. Ist nicht wahr. Ja. Als sollte es alles so sein, ne? Es hat sich alles... Ich weiß, es hat eins auf dem anderen aufgebaut. Gefällt dir das? Magst du gerne Männern zugucken, wie die sich ausziehen? Nee, eigentlich nicht so. Also ich gucke mir zwar schon schöne Körper an, aber ich finde den Moment, wo sie die Schuhe und die Strümpfe ausziehen und den Slip dann... das finde ich irgendwie peinlich. Ist dann zu viel. Das hast du lieber zu Hause alleine mit dem Mann, ne? Das habe ich lieber ganz für mich alleine. Dann findest du das erregend dann, ne? Ja. Klar. Ich meine, ich finde es auch peinlich mit den Frauen. Die kreischen dann zu viel. Die sich dann das so ausnutzen und sich dann eben da so produzieren. Ja. Also das wäre jetzt nicht mein Ding. Aber wir gönnen den Mädels den Spaß. Allerdings, die Männer haben ja auch einen Spaß, wenn die Mädels sich ausziehen. Ja, absolut, ne? Das war eine sehr schöne Geschichte. Mit einem heißen Stripper, der toll strippt, aber im Bett eher 3+ ist, ne? Sagen wir so. Ne, kann man ja, so sagen. Richtig, ne? Hast du gut erkannt. Ist noch ausbaufähig. Vielleicht kriegen wir ihn hin noch auf 2-.
Ne, wenn du noch ein paar Mal mit ihm zusammen bist, ist er irgendwann 2+, bin ich ganz sicher. Ja, ich auch. Andrea, alles Gute. Ciao. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, und schon wieder ist es gleich 2 Uhr. In der Technik war Markus Liebetanz. Und morgen haben wir auch ein sehr schönes Thema. Das Thema heißt, ich bin ein Schwein. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die ganz offen von sich sagen, ich bin ein Schwein. Und vielleicht auch mit dem einen oder anderen reden, der sagt, er oder sie ist ein Schwein. Morgen 1 Uhr, Radio 1 live, wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao.